wenn man so früh, ich sage einfach mal, dann auch gehen muss, ist es schon sehr traurig. Und es war zu meiner Zeit, wo ich Fußball gespielt habe, der absolut beste Fußballer. Es war ein Genie am Ball und er hat wirklich die Abwehr schwindlig spielen können, hat auch immer wieder den entscheidenden Pass spielen können. Es war ein Spieler, der Spiele wirklich auch alleine entscheiden konnte. Ich kann mich noch erinnern, als sie hier in München gespielt haben, das Rückspiel, es ging glaube ich 2-2 aus, da hat er beim Aufwärmen ja, nach der Musik im Rhythmus sich dann aufgewärmt. Das war für alle, die im Stadion waren, mit Sicherheit, die sich daran erinnern können, ein absolutes Highlight. Und er war, wie gesagt, ein Genie am Ball und leider und sehr traurig zu früh gestorben. Für mich, er war mein einziger Hero als ein junger Sportler. Ja, so, und ich hatte einen Freund aus Argentinien. Und wir haben Fußball zusammengespielt. Er war in Amerika zwischen 84 und 88. Und das war die Zeit, dass Argentinien hatte die Weltmeisterschaft gewonnen. Er war der beste Spieler in der Welt. Und wir hatten viele Leidenschaft für schauen Diego Maradona im Fernseher. Das Leben nach Fußball war immer interessant, sicher. aber es ist schade in dem Moment. Ja? Für mich ist der beste Spieler in der ganzen Zeit von Fußball.